Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play FIFA Ultimate Team. Und zwar schauen wir uns heute noch mal ein klein bisschen hier drin um. Ich wollte auf die Foot-App zugreifen und da habe ich jetzt auch ein paar neue Informationen. Die sage ich euch aber, glaube ich, gleich in-game, damit wir nicht wieder zu viel Zeit mit Quatschen im Menü verbringen. Wir schauen uns jetzt nämlich erstmal. Wo ist es denn? Ist es Dream Squads? Das war nicht Dream Squads, ne? Es gibt noch einen neuen Modus. Beziehungsweise keinen wirklichen Modus, sondern noch irgendwas, das wir uns noch nicht angeschaut haben. Ich weiß aber nicht genau, wo man das versteckt hat. Ist das bei Einzelspieler? Doch, die Squad Building Challenges nämlich genau. Willkommen bei SBC, der Squad Building Challenges. Dieser brandneue Modus stellt deine Teamaufbaukünste auf die Probe und bietet exklusive SBC-Belohnungen. Tausche deine Spieler deines Vereins dauerhaft, um Challenges abzuschließen. Dafür gibt es tolle Belohnungen, zum Beispiel Preise, die du nur in Squad Building Challenges holen kannst. Hol dir überall Belohnungen, neue Challenges werden immer wieder verfügbar, bla bla, kann man auch mit den Mobilgeräten machen und so weiter und so fort. Legen wir mit deiner ersten Squad-Building-Challenge-Gruppe los. Schließe alle Challenges der Gruppe ab, um die Gruppenbelohnung zu sichern. Behalte deinen Gruppenfortschritt hier im Blick. Wir müssen drei Optionen abschließen, um den Kram hier fertig machen zu können. Und zwar müssen wir den ersten Austausch machen. Tausche einen Spieler aus deinem Verein gegen eine Belohnung. Also vollkommen egal. Es muss aber ein untauschbarer Spieler sein. Das heißt, einer von unseren Startspielern. Da werden wir sicherlich ein paar übrig haben, die wir nicht mehr gebrauchen können. Die genauen Voraussetzungen sind, es muss Bronze sein. Das heißt, wir bilden jetzt mal unser Team. Ist in diesem Fall nur ein Tutorial. Das heißt, wir müssen einen Torhüter, der Bronze ist, den wir nicht mehr gebrauchen können, auswählen und final tauschen. Das heißt, dieser Spieler ist dann auf ewig weg. Also suchen wir mal kurz unseren Verein. Was haben wir für Torhüter? Wir haben Pira, wir haben Serraichu, wir haben Scully und wir haben Eastwood. Da würde ich mal Eastwood reinpacken, oder? Ist halt der billigste. Schicken wir den mal weg. Und ja, haben wir eigentlich gemacht, oder? Absenden. Damit ist der auf ewig weg und wir bekommen ein Geschenk Silberset dafür. Möchtest du diese Mannschaft wirklich senden? Jawohl. Erste Aufgabe abgeschlossen. Du hast folgende Belohnung erhalten, ein Geschenk Silberset. So, der Abschluss einer Challenge bringt den Abschluss der gesamten Gruppe einen Schritt näher. Das heißt, wir müssen jetzt den zweiten Schritt machen. Tausche drei Spieler mit einer Chemie von mindestens 12. Der wird nochmal erklärt, was Chemie bedeutet. Das heißt hier, selbes Land, selber Verein und selbe Liga bringt jeweils etwas Chemie dazu. Position muss natürlich auch stimmen. Das heißt, wir schauen erstmal, was wir denn hier... Die Deutschen möchte ich jetzt ungern tauschen. Also wir haben hier einen Waliser. Ja, das ist natürlich schon mal nicht so gut, weil Waliser sind jetzt nicht so häufig. Warte, nee. Was haben wir für Innenverteidiger? Suchen wir mal kurz. Wir haben eine ganze Menge deutsche Innenverteidiger. Passt schon mal gar nicht, ne? Wir haben österreichische Bundesliga, Bundesliga, japanische Liga, die ja neu ist. Bundesliga und... ich will ja keine Bundesliga-Spieler tauschen, obwohl wir haben drei deutsche Spieler. Da würde ich ja fast den hier mal reinschmeißen. Wenn wir jetzt noch einen deutschen oder Bundesligaspieler hier reinbekommen. Auch wir haben schon eine Chemie von 8, weil die Position stimmt. Das heißt, es ist vollkommen egal, was wir da reinpacken. Wir kriegen hier jeweils 4 für die richtige Position. Heißt, wir müssen keinen Bundesligaspieler weggeben. Nein! Ah, ich drücke die falschen Knöpfe. So, ich möchte dich einmal austauschen nochmal. Und zwar suchen wir uns jetzt einfach irgendeinen... Die japanische Liga wird wahrscheinlich nicht machen. Ist auch der schwächste, den wir haben. Packen wir den da rein. Packen wir hier noch einen rein. Was haben wir doch für ein ZM? Ach, wir haben kein ZM mehr, ne? Dann machen wir alle Positionen. Vielleicht kriegen wir noch einen Waliser oder einen Japaner. Oder einen aus der japanischen Liga vielleicht. Das wäre echt schön, aber sieht gerade schlecht aus. Ich müsste vielleicht doch einen anderen weggeben. Wir haben hier noch eine Österreich. Ich gehe mal nach ganz hinten, den schlechtesten natürlich. Die wollen wir natürlich jetzt erstes loswerden. Weil die ja sonst auch nicht tauschbar sind. Wir haben... Irische Liga, italienische Liga... Schottische Liga, extra Klasa... Na, sieht schlecht aus. Sieht gerade nicht so gut aus, dass wir hier was Gutes wegbekommen könnten. Der hat jetzt nämlich nur 2, aber weil die beiden derselben Liga spielen, haben wir 13. Damit haben wir es gerade so geschafft und können das Ding abschicken. So, die werden wir auf jeden Fall nicht gebrauchen aktuell. Die werden wir wahrscheinlich niemals gebrauchen. Also kriegen wir quasi umsonst, ohne irgendwas dafür zu machen, ein weiteres Bronze-Set. Ja, nehme ich gerne mit.
Und machen wir die letzte Challenge hier. Tausche 4 Spieler mit 3 Nationen gegen eine Belohnung. Also einfach 3 Nationen, das ist auch relativ gut machbar. Da werden wir auch ein paar Nationen los, die wir aktuell nicht gebrauchen können. Chemie muss mindestens 17 sein. Es müssen genau 3 Nationalitäten sein. Das heißt, 2 Nationalitäten müssen gleich sein. Okay, schauen wir mal, was können wir reinschmeißen. Besuchen wir einfach mal, damit wir die Chemie auch einigermaßen hinkriegen. Wir haben Fuchs aus der französischen zweiten Liga. Ja, warum nicht? Brauchen wir eh nicht. Also ein Franzose aus der französischen zweiten Liga. Dann haben wir einen Italiener aus der italienischen Liga. Ja, warum nicht? Franzosen und Italiener könnten, hätten wir die Chance auf jeden Fall davon noch einen zu haben. Ich drücke jedes Mal Y. Ich will aber X drücken. So. Was haben wir da? Da haben wir leider nur Fahrenholz. Dann müssen wir von linker Position lösen, weil den brauchen wir in unserer aktuellen Mannschaft. Heißt, wir suchen so. Oh Gott, kannst du nicht einfach sagen, ich möchte gerne nach von Schwächsten zu Stärksten sortieren. Also, dich backen wir nach vorne. Das heißt, es wäre ein Engländer ganz gut. Einfach irgendein Engländer. Wie zum Beispiel dich. Duli ist zwar kein LM, aber ein LF. Das könnte schon mal hinhauen. Ach, du bist ja gar kein Engländer. Ich Vollidiot. Du siehst aber fast aus wie ein Engländer, deine Flagge. Okay, dann passt das schon mal nicht. Nordire wollen wir nämlich nicht haben. Nochmal auf alle. Ach, kann ich da eins rüber? Genauer auf die Flaggen achten ist schon mal ganz vorteilhaft. Okay, irgendeinen Engländer. Irgendeinen Engländer. Dann nehmen wir halt Stockley rein. Mir doch egal. Oh, ich hab schon wieder Y gedrückt. Eine Kacke. Warum drücke ich jetzt mal Y? War das nicht sonst immer Dreieck? Weiß ich nicht. Suchen brauchen wir. Packen wir Igen rein. Und damit haben wir eine Chemie von genau 17. 4 Nationalitäten. Das passt ja super. Denn wir ab und dann bekommen wir ein Einzelspieler-Set, der was stand da. Also, egal. Nehmen wir mit. Und damit haben wir die Challenges abgeschlossen. Bekommen ein Premium-Bronze-Spieler-Set. Das waren die Tutorial-Challenges. Ihr habt hoffentlich verstanden, wie es ungefähr geht. Legen wir los, haben wir damit abgeschlossen und können damit auch schon ein 2-Spieler-Set haben wir auch bekommen, dadurch, dass wir die komplette Gruppe abgeschlossen haben. Interessant, dann schauen wir uns als nächstes den EA Access-Kram an, weil der ja wirklich nur hier möglich ist. Als Belohnung kriegen wir dafür ein EA Access-Heimtrikot. Ansonsten, was haben wir da noch? Oh Gott, es gibt so viele Challenges, die man hier machen kann. Es gibt eine Silber-Upgrade-Challenge, eine Bronze-Upgrade-Challenge, sogar eine Gold-Upgrade-Challenge, aber da müssen wir... Ah, ich verstehe, man bekommt quasi untauschbare Belohnungen. Also die Belohnungen, die wir bekommen, sind untauschbar, nicht die Spieler, die wir abgeben müssen. Ich verstehe. Spieler können wir nämlich reinschmeißen, welche wir wollen, nur die Belohnung ist dann untauschbar. Das heißt, alles, was wir gleich aus den Sachen ziehen, können wir eigentlich nur wieder hier rein investieren. Team-Gesamtwertung, oh Gott, hier müssen wir quasi ein komplettes EA-Access-Team wegschmeißen, um ein Trikot zu bekommen. Das werden wir momentan nicht tun, aber wir können jetzt mal das anschauen, was wir jetzt so bekommen haben. Schauen wir uns mal die Sets an. Da haben wir einmal ein Bronze-Set, das öffnen wir. Wir bekommen Eastwood. Haben wir den nicht verschickt? Den haben wir verschickt unter anderem, ne? Ich finde das richtig scheiße, dass sie die Karte hier halt in so groß hinpacken, weil die Auflösung von den Karten halt für diese Größe nicht gemacht ist. Das heißt, die ist halt mega pixelig. Also das hat sich irgendwer nicht so ganz durchdacht, glaube ich. Jetzt haben wir 2 Engländer bekommen, ne? Braucht auch keine Sau. Weil wir momentan halt eh nur ein deutsches Bronze-Team machen. Aber die sind die untauschbar? Da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet, ob das Ding ja auch untauschbar ist. Schicken wir einfach mal alles an den Verein und gucken uns das nächste an. Gleich in-game werde ich jetzt sehen, warum das mit der Starterbelohnung nicht funktioniert hat. Atama! Immerhin Silberspieler in einem Premium-Bronze-Set ist zumindest okay. Ansonsten hier noch 2 seltene. Ja, wir haben zumindest einen deutschen Stürmer mit 70er Tempo, ist okay. Wehkesser, ich kenne die Kaiserslautern leider nicht so gut. Ja, immerhin einen für unser aktuelles Team, ist okay. Alles andere Verein, das Team, können wir dann gleich nochmal kurz ein bisschen überarbeiten. Wenn wir uns den Rest angeguckt haben, nämlich unter anderem dieses Geschenk-Bronze-Set. Wieder ein Engländer. Beim letzten Mal habe ich mir auch ein Engländer-Team gemacht, weil wir viele Engländer hatten. Und die Engländer-Chance natürlich auch groß ist, weil die halt noch andere Ligen dabei haben. Nicht nur die erste und zweite. Hier kommt das 2-Spieler-Set.
Und wir bekommen immerhin Aranguiz. Also, ja, für ein Bundesliga-Gold-Team zumindest schon mal anfangen. Und ansonsten noch Bielakowski. Ja, ist okay. Aber Aranguiz ist auf jeden Fall nicht schlecht. 79er, auf jeden Fall unser stärkster Spieler, den wir bislang besitzen. Auch alles mal an Verein schicken. Die sind ja auf jeden Fall untauschbar, diese beiden hier. Damit haben wir uns die Squad-Bilder mal angeguckt. Und schauen jetzt mal ganz kurz unser aktuelles Team. Einzelspieler-Season. Werden wir doch mal mit unserem aktuellen Team spielen, weil ich dachte, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das so lange dauert hier. Partie spielen. Jetzt können wir hier nochmal ein bisschen was austauschen. Und zwar packen wir unseren... Ja, ich weiß. Packen wir unseren zweiten Stürmer mal rein. Auch wenn er jetzt nicht die besten Werte hat, aber naja. Auf jeden Fall wesentlich mehr Tempo als der Diok. Das gefällt mir auf Anhieb erstmal. So, haben wir jetzt... Wir haben nur einen Deutschen bekommen insgesamt. Das heißt, wir werden jetzt hier auch nichts Besseres haben. Dann packen wir mal Aranguiz so lange rein. Solange es unser bester Spieler ist. Und hier füllen wir einfach ein bisschen auf. Geht es mal... Ne, es war immer Viereck, ne? Ich weiß gar nicht, warum ich jedes Mal die Y-Taste drücke. Du kannst mit rein und... Ich bin so dumm. So, was kann noch mit rein? Schmeißen wir einfach die besten, die wir haben, rein. Weiß ich nicht. Ja, komm, schmeißen. Die haben keine weiteren Deutschen mehr. Also wir schmeißen einfach die von den Werten her besten rein, die wir noch so haben. Jetzt funktioniert die AB-Taste mal wieder nicht. Also die besten Bronze-Dinger. Bronze. So. Auch hier einfach den besten Bronzespieler, den wir haben. Morello. Und jetzt wissen wir hier noch. Reservebank muss, glaube ich, gar nicht gefüllt sein, ne? Also wir können auch so starten. Jawohl. Nächster Gegner müsste nur Halbprofi-Schwierigkeit sein. Also wenn wir einen Sieg haben wollen, dann jetzt bitte. Auf geht's! Ja, auf geht's, habe ich gesagt. Also. So, jetzt erkläre ich euch ein klein bisschen, was ich mit dem Problem. Oh, taktischer Freistoß. Okay, das wäre ganz gut, dass wir das nochmal anschauen. Habe ich mir leider nicht richtig durchgelesen, ich Vollidiot. Aber, jawohl, so bei dem Dingens, als wir das in der Demo gespielt haben, habe ich das komplett verkackt. Jetzt habe ich es so ein bisschen komplett versaut. Man kann ihm so ein bisschen 3 geben, schon vorm Abschluss. Aber naja. Genau, ich wollte zur Web-App was sagen. Und zwar habe ich jetzt versucht, mich einzuloggen in der Web-App und kam automatisch auf meinen Xbox One-Account. Vorher kam ich ja jedes Mal automatisch auf meinen PS4-Account. Das heißt, ich gehe einfach mal davon aus, dass die aktuelle Web-App nicht die Möglichkeit bietet, Profile zu wechseln, sondern einfach den zuletzt beim aktuellsten FIFA-Teil angemeldete Login-Daten nimmt und dich dort automatisch anmeldet. Vorher habe ich halt FIFA 16 zuletzt auf der PS4 gespielt. Das heißt, sie hat immer automatisch die PS4-Daten genommen. Jetzt habe ich FIFA 17 in dieser EA Access-Version automatisch auf der Xbox One gespielt. Also nicht automatisch auf der Xbox One gespielt, sondern auf der Xbox One gespielt. Dadurch hat er sich automatisch bei der Xbox One-Version der Foot-Web-App angemeldet. Das heißt, ich kann jetzt nicht mehr zurück zur PS4-Version wechseln. Ich habe schon versucht, FIFA 16 wieder auf PS4 zu starten oder die Demo auf PS4 zu starten. Er loggt sich jetzt automatisch jedes Mal mit der Xbox One-Variante ein und sagt mir folgende Nachricht. EA Access-Mitglieder dürfen nicht Zugriff auf die Web-App haben. Warum auch immer. Keine Ahnung, weil die sonst einen zu unfairen Vorteil hätten, wenn sie schon Ingame-Gate sammeln können und dann noch gleichzeitig mit den Leuten in der Foot-Web-App konkurrieren können. Ich habe keine Ahnung, weil die dann halt unfairen Vorteil an Gate haben können. Alle anderen können halt nur traden und die konnten halt schon 10 Stunden durch Spiele-Gate verdienen und dann zusätzlich noch traden. Kann sein, dass das der Grund ist. Auf jeden Fall, da kann man, wenn man mit der EA Access-Trial-Version, die wir jetzt hier gerade spielen, aktiviert hat auf deinen Account, kann man daraufhin bis zum Release, bis man die Vollversion besitzt, nicht mehr auf die Web-App zugreifen. Das bedeutet, wir kriegen unser Begrüßungsgeschenk für die Xbox One-Version nicht und ich kriege auch meine täglichen Geschenke für die PS4-Version nicht mehr, da ich nicht mehr auf die PS4-Version zugreifen kann. Also irgendjemand hat das nicht so ganz durchdacht, was Leute machen, die halt beide Versionen besitzen, also PS4 und Xbox One, so wie ich, also nicht beide Versionen besitzen, sondern beide Konsolen besitzen und jetzt nur die EA Access-Version spielen, solange die PS4-Version noch nicht draußen ist, danach aber PS4 weitermachen möchte und deswegen halt auch die PS4-Web-App benutzen möchte. Dafür hat EA, ich meine, das ist natürlich nur ein sehr kleiner Anteil an Menschen. Ich gebe zu, dass ich da nicht zur Masse gehöre, aber trotzdem, diese sind halt ein bisschen gearscht, weil sie haben halt Nachteile, weil sie die Web-App nicht nutzen können. Alter, ist das Kribbelei hier hinten. Haben halt Nachteile in der PS4-Version, weil sie die Web-App nicht nutzen können.
haben aber auch gleichzeitig keine Vorteile, weil sie halt mit den Sachen, die sie hier in der EA Access-Version da spielen, nichts anfangen können, denn, naja. Ich werde halt die Xbox-Spiele wahrscheinlich nicht weiter nutzen, denn das ist jetzt wahrscheinlich auch die Entscheidung, dass ich die Xbox-Version nicht weiter nutzen werde. Ich habe ja gesagt, die werde ich nur kaufen. Ich habe ja noch nicht vorbestellt, das heißt, ich habe ja noch die freie Wahl, ob ich die Xbox- oder die PlayStation-Variante spiele. Ich wollte ja die Xbox-Variante nur dann spielen, wenn wir wirklich irgendwas total Cooles haben. Irgendwas richtig Geiles ziehen, wo ich mir sage, yo, das ist so ein guter Start. Dann wechsle ich jetzt mal, aber habe ich halt nicht. Und ich werde wahrscheinlich auch nicht mehr viel ziehen. Weil die Squad-Builder-Challenges möchte ich jetzt nicht machen, weil ich jetzt nicht ein ganzes Team wegschicken will und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben jetzt alles gezogen, was wir bekommen können. Wir haben kein Start-Packet bekommen. Das heißt, da kann auch nichts Cooles mehr drin sein. Dementsprechend werden wir wahrscheinlich wieder nach den paar Parts hier in der EA-Access-Version, nach den 10 Stunden, die ich jetzt hier spiele, werde ich wieder auf die PS4-Version wechseln, wie die letzten Jahre auch. Und dementsprechend halt dann nochmal bei Null anfangen, leider wirklich bei fast Null, denn wir bekommen, wie gesagt, unsere täglichen Geschenke nicht. Ich kann jetzt nicht traden und sonst gar nichts tun. Schade, aber gut, dann muss ich halt am Release-Tag ein bisschen viel rumspielen. Diese Squad-Builder-Challenges helfen da wahrscheinlich auch sehr viel. Zusammen mit den Münzboosts, den man sich holt, macht man hier halt so ein, zwei von diesen Singleplayer-Challenges. Ich kann mich jetzt hier in der Xbox so ein bisschen einspielen, damit ich in der PS4-Version hoffentlich auch ein bisschen schneller die Siege bekomme. Das heißt, ich werde einfach so zwei, drei Saisons spielen, dann habe ich auf jeden Fall genug Geld, um mir ein billiges Gold-Team zusammenzustellen. Plus meine ganzen Bronze-Spieler, die ich da noch übrig habe, mit den Squad-Builder-Challenges wegschmeißen, quasi eintauschen und hoffen, dass da noch irgendwas Cooles rauskommt. Und dann werde ich schon schnell an mein erstes einigermaßen okayes Bronze-Team kommen. Das ist jetzt, sollte kein so großes Problem sein. Gold-Team natürlich, nicht Bronze-Team. Das sollte, wie gesagt, alles machbar sein. Wir werden uns jetzt am Anfang vom nächsten Part hier von der Xbox-Version auch mal auf den Transfermarkt umschauen und die Lücken, die unser System momentan noch hat, noch mit deutschen Spielern stopfen. Das heißt, unser zentrales Mittelfeld hat ja bislang noch keinen deutschen Spieler, damit wir die Chemie auch noch hochtreiben, damit das hier vielleicht noch ein bisschen angenehmer zu spielen ist. Werden wir da noch ein paar mit reinschmeißen. Und vielleicht in den Parts drauf dann, je nachdem wie viel Geld wir dann noch übrig haben, auch schon so langsam anfangen, unser erstes Goldteam zusammenzubauen. Da wir jetzt schon Aranguiz haben als Stütze für das Mittelfeld, können wir dann vielleicht doch anfangen, hier zumindest in der Xbox-Version, da wir das Team dann später ja eh nicht weiter ausbauen werden, mit einem kleinen, billigen Bundesliga-Team anzufangen. Oh Gott, diese Bronzespieler! Wäre zumindest eine Idee, so ist es der aktuelle Plan. Dafür muss ich aber irgendwann auch mal gewinnen. Und das ist aktuell nicht so einfach. Ich weiß nicht, ob es tatsächlich ist. Ich habe immer das Gefühl gehabt, dass es für mich keinen Unterschied macht, ob ich auf der PlayStation oder auf der Xbox spiele. Ich bin zwar den FIFA nur auf der PlayStation gewöhnt. Also ich habe halt, wie gesagt, dadurch, dass es halt kostenlos bei der Xbox One dabei war, als ich sie gekauft habe, habe ich halt FIFA 15, war das dann, glaube ich, halt kostenlos gehabt. Das heißt, ich habe es halt auch ab und zu auf der Xbox gespielt, aber habe es halt hauptsächlich auch da auf der PS4 gespielt. Das heißt, ich habe da tatsächlich beide Versionen gehabt. Und habe halt zuvor immer auf der PlayStation gespielt und auch letztes Jahr FIFA 16 wieder auf der PlayStation gespielt und werde jetzt wahrscheinlich auch FIFA 17 wieder auf der PlayStation spielen und habe immer das Gefühl gehabt, dass mir dieser Controllerwechsel eigentlich nichts ausmacht. Weil ich halt, keine Ahnung, ich finde jetzt nicht, es ist zwar, der Stick ist halt woanders, aber wenn man halt so wie ich jetzt nicht sein ganzes Leben lang mit demselben Controller gespielt hat, sondern PC-Spiele spiele ich auch mit dem Xbox-Controller und ab und zu spiele ich auch mal Xbox-Spiele, wie jetzt zuletzt Record, das heißt, ja. Es ist ja kein fremder Controller für mich. Ich sehe nicht, dass ich noch nie einen Xbox-Controller in der Hand hatte oder so, sondern ich kenne ja beide. Und habe deswegen halt auch meine Vor- und meine Nachteile bei beiden Controllern. Beim Xbox-Controller schwitze ich extrem. Der PlayStation 4-Controller ist bei mir leichter kaputt gegangen. Vielleicht auch, weil ich ihn öfter nutze, keine Ahnung. Dementsprechend, ja, haben beide Controller seine Vor- und Nachteile. Ich will ja nicht sagen, welches der bessere ist. Und wie gesagt, ich habe immer gedacht, ich habe keinen Unterschied dabei gemerkt. Aber ich habe jetzt tatsächlich eben in der Pause, die ich jetzt gehabt habe, vor diesem Part, wo ich das mit der Web-App und so ausprobiert habe, habe ich eine Runde FIFA-Demo auf der PS4 gespielt und locker haushoch wieder auf Legende gewonnen und dann drei Spiele auf der Xbox One gemacht und alle drei verloren. Und das einmal auf Legende, einmal auf Weltklasse und einmal auf Profi. Alle drei verloren. Und ich
Mir fällt nichts mehr ein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man die Xbox-Demo schwerer gemacht hat als die PlayStation-Demo. Das ist vollkommen schwachsinnig und bullshittig. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das an meinen leicht hakenden linken Trigger da liegt, weil ich habe nicht in den Verteidigungen die Probleme, sondern ich habe in der Offensive die Probleme. Da benutzt man den linken Button, also LB, ja relativ selten. Für die PlayStation-Spieler L1. In der Verteidigung hatte ich mich halt jetzt daran gewöhnt, dass ich den Knopf ein bisschen härter drücken muss, so wie jetzt, damit das funktioniert. Das ist halt eigentlich nicht mein Problem. Sondern in der Offensive hakt es halt in der Xbox-Version bei mir extrem. Und mir fällt halt echt nichts anderes mehr ein, außer zu sagen, dass ich halt vielleicht doch wirklich irgendwie mit dem PlayStation-Controller geübter bin als mit dem Xbox-Controller. Auch wenn es mir persönlich, auch wenn ich nicht das Gefühl habe, als würde ich Probleme mit dem Controller haben, scheint sich dann trotzdem irgendwie Unterbewusstsein, keine Ahnung, das Gehirn halt jahrelang auf dem PlayStation-Controller und das PlayStation-Layout gewöhnt zu haben, sodass ich es halt auf dem Xbox schwerer habe. Ich weiß nicht, woran es sonst liegen sollte. Ich kann mir, wie gesagt, nicht vorstellen, dass die Schwierigkeitsgrade auf der PlayStation-Version leichter sind als auf der Xbox. Das wäre nämlich vollkommener Bullshit, sonst könnte man ja nicht einstellen, welchen Schwierigkeitsgrad man spielen möchte. Wenn die dann allgemein leichter wären. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass der schwierigste Schwierigkeitsgrad auf der PlayStation dann leichter oder schwieriger, ja doch leichter wäre als der drittleichteste, also der normale Schwierigkeitsgrad auf der Xbox. Das würde überhaupt keinen Sinn ergeben. Das heißt, mir fällt halt nichts mehr ein, außer zu sagen, dass es eventuell tatsächlich daran liegen könnte, dass ich halt den Xbox-Controller nicht gewohnt bin. Was mich halt selber ein bisschen verwundert hat, aber wie gesagt, mir fällt keine andere logische Methode dafür ein, außer dass vielleicht die Xbox das Bild verzögert ist, keine Ahnung. Kann ich mir aber auch nicht vorstellen, dass die Xbox mit meinem Fernseher weniger kompatibel ist als die PlayStation. Das wäre auch eigentlich eine totale Bullshit-Erklärung. Oh mein Gott, wir werden wieder verlieren oder vielleicht noch ein Unentschieden mit Glück rausbekommen. Das kann doch nicht wahr sein, ich schaff's noch nicht. Das ist unfassbar. Wie gesagt, ich habe auf der PlayStation, ich habe extra mit dem schwächsten Team der Demo gespielt. Also extra mit diesem japanischen Team Usaka irgendwas, glaube ich. Damit ich halt auch nicht nur Profi-Gameplayer, also nicht nur Goldspieler im Team habe, sondern da halt auch so, keine Ahnung, was das für eine Qualität wäre, Silber- bis Bronze-Spieler-Team, irgendwie in der Richtung. Habe ich extra mit denen gespielt, damit ich halt mit dem schwachen Spielen spiele. Und ich habe halt selbst mit denen auf Schwierigkeitsgrad Legende gegen Manchester United gewonnen. Und spiele jetzt auf Legende, wohlgemerkt. Jetzt spiele ich auf der Xbox mit einem vergleichsweise starken, vielleicht leicht schwächeren Team gegen einen viel, 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 viel schwächeren Gegner. Auf einem viel, viel, viel leichteren Schwierigkeitsgrad. Das müsste, wie gesagt, Halbprofi sein. Und verkacke. Das kann echt nicht wahr sein, wie krass mein persönlicher Skillunterschied zwischen Xbox und PlayStation aktuell ist. Wahrscheinlich müsste ich halt ein paar Spiele spielen und dann bin ich halt auch wieder besser drin. Und dann kriege ich es auch besser geschissen. Aber irgendwie kriege ich es auf der Xbox einfach nicht hin, in der Demo zu gewinnen. Ich habe, also allgemein in FIFA 17 zu gewinnen. Ich habe jetzt insgesamt vier Spieler in der Demo gespielt. Auf der Xbox. Und das ist jetzt ja das dritte Spiel, glaube ich, in der Vollversion. Also insgesamt habe ich 7 Spiele auf der Xbox gespielt. Auf keinem höheren Schwierigkeitsgrad außer Weltklasse, glaube ich zumindest. Ich weiß, wie gesagt, nicht, wie das Einführungsspiel hier war. Chelsea gegen ManU, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das... Eigentlich ist das Einführungsspiel immer Profi oder Halbprofi, aber der hat danach ja sofort gesagt, wollen sie Weltklasse spielen. Aber trotzdem ist das davor eigentlich immer Halbprofi oder Profi. Das heißt... Hier habe ich 7 Spiele gemacht auf relativ leichten Schwierigkeitsgraden und immer verloren. Und auf der PlayStation habe ich insgesamt, wie viele Parts hatten wir? 12, 14? Ich glaube 14 Parts hatten wir. Davon habe ich bestimmt 8 Parts auf Legende gespielt. Nur verloren, wenn wir wirklich mit einem schwachen Team gespielt haben. Ansonsten quasi alles gewonnen. Das kann nicht sein. Ich fühle mich nicht so schlecht mit dem Xbox-Controller in der Hand, aber irgendwie bin ich's. Und das kannst du mir nicht sagen, dass das an dem Schwierigkeitsgrad liegt. Aber irgendwie bin ich persönlich, mein persönlicher Körper, Verstand, was auch immer das steuert, ist nicht in der Lage, auf der Xbox zu gewinnen. Und auf der PlayStation kann ich auf den höchsten Schwierigkeitsgrad schaffen. Obwohl ich, wie gesagt, eigentlich kein Neuling für den Controller bin. Also wenn ich jetzt das allererste Mal ein Xbox-Spiel spielen würde, dann könnte ich mir vorstellen, dass der Controller extreme Probleme machen könnte. So wie es bei mir ist, dass ich halt ab und zu auch mal Xbox-Spiele spiele und jetzt auch nicht das erste Mal FIFA auf der Xbox, sondern jedes Jahr diese 10 Stunden Testversion plus Demo und sonst irgendwas auf der Xbox gespielt habe. Keine Ahnung, hätte ich halt eigentlich nie erwartet, dass ich so einen Skillunterschied bei mir selber feststelle zwischen diesen beiden Konsolen. Und das sind ja nicht mal Online-Gegner, also könnte man ja sagen, ja, die Online-Gegner auf der Xbox sind schwerer. Nein, es sind verkackte KI-Gegner.
Na, ich komme einfach nicht durch. Klar war das jetzt sehr leicht zu verteidigen, aber das ist ja auch nur Schwierigkeit Halbprofi. Normalerweise kommt man gegen Schwierigkeit Halbprofi so halt auch recht gut durch. Auch mit Bronzespielern. Ich bin halt so sogar auf Legende auf der Playstation durchgekommen. Gegen stärkere Verteidiger. Aber hier klappt einfach nichts. Bin ich echt gespannt, wie es läuft, wenn das Ding auf der PS4 rauskommt und ich da die Bronze-Spiele mache. Ob ich da genauso viele Probleme haben werde oder nicht, ich werde es euch auf jeden Fall berichten. Vielleicht werden wir auch ein, zwei Parts aufnehmen, falls mir die Parts ausgehen vorher. Was war denn das für ein Ball? Junge, was war das für ein Ball? Ja, zweites Spiel. Wir haben noch keinen Sieg. Läuft, würde ich sagen. Läuft. Gut, dass ich am Anfang noch so rumgeschwitzt habe. Ja, die Liga ist überhaupt kein Problem. Ich hatte auch noch nie ein Problem mit dieser Liga. Noch nie zuvor. Jetzt aber schon. Kann natürlich auch dran liegen, dass ich jetzt nicht kommentiere. Aber das habe ich, wie gesagt, in der FIFA-Demo auch. Und da hatte ich keine so krassen Probleme gegen den Halbprofi-Loser-Verein. Sorry für alle Fans von diesem Verein. Ich habe nicht mal mehr im Kopf, gegen wen wir überhaupt spielen. Aber er wird nicht der Stärkste, sonst wäre er in der CPU-Liga nicht ganz unten. Alter, du kannst echt gar nichts. Vollidiot. Ja, wir haben verloren. Hey, wir können weiterhin auf unseren ersten Sieg warten. Der wird wahrscheinlich niemals kommen. Ich hoffe trotzdem, ihr hattet Spaß. Schaltet doch beim nächsten Mal wieder ein. Mein Gott, was ist hier los? Wir kriegen trotz des Münzboosts zumindest noch genug, um uns bald ein bisschen was aufbessern zu können hier. Vielleicht hilft es ja, wenn wir im nächsten Part auf dem Transfermarkt ein bisschen was suchen für unser Mittelfeld, vielleicht ein bisschen Verstärkung für den Sturm oder so, keine Ahnung. Wie gesagt, ich hoffe, ihr habt Spaß, schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dann und auf Wiedersehen.